Wann gibt's eigentlich endlich neue Infos dazu, wann GTA 6 erscheint? Im heutigen Video sprechen wir darüber. Viel Spaß dabei! Gute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, hier auf Julex. Schön, dass du eingeschaltet hast. Nachdem wir gestern Abend einen so heftigen Twitch-Livestream hatten, in welchem mir leider 20.000 Follower gebottet wurden, wer auch immer das gemacht hat, korrekt, Bruder, jetzt habe ich die Arbeit, wieder das alles rückgängig zu machen. Dankeschön. Aber immerhin war Action. Und wenn du den nächsten legendären Twitch-Livestream nicht mehr verpassen möchtest, dann lass am besten direkt mal ein Follow auf Twitch da. Der Link befindet sich in der Videobeschreibung. Wenn du noch ein Twitch Prime Sub frei hast, dann schau doch mal in die Videobeschreibung. Dort wirst du es ganz sicher los. Aber jetzt würde ich sagen, wir labern gar nicht mehr ewig herum, sondern starten direkt mal rein ins Video. Let's go! Gestern im Video haben wir ja noch darüber gesprochen, dass es neue Informationen zu GTA 6 gibt, dass es auf jeden Fall einen GTA 6 Story-Modus geben wird, dass Waffen in den Fights von Red Dead Redemption 2 gefunden wurden und einiges mehr. Ein Thema, über welches wir gestern aber nicht gesprochen haben, ist, wann kommt denn GTA 6 endlich? Und es gab vor einigen Tagen einen Post von Jan2295 auf Twitter, der ja mal ein bisschen ausgerastet ist und hier mal die Karten auf den Tisch geworfen hat. Und zwar muss man jetzt für dieses Video verstehen, wer Jan2295 ist. Für die Leute, die ihn noch nicht kennen, er ist einer der bekanntesten und wohl längsten und vor allem zuverlässigsten Leaker in der GTA-Szene. Das letzte Mal wirklich aufgefallen ist er, als er bereits im Frühjahr gesagt hat, dass wir ein Polizei-DLC bekommen werden. Und später dann im Summer Special haben wir Files von einem Polizei-Update gefunden. Das heißt, es war auf jeden Fall ein Polizei-Update geplant. Er hat hier die Wahrheit gesagt. Allerdings wurde dieses dann ja verworfen aufgrund von verschiedenen politischen Ereignissen. Das aber nur mal ganz kurz als Beispiel nebendran. Aber was ist denn jetzt passiert? Naja, vor einigen Tagen hat er auf Twitter Folgendes geschrieben. Ja, GTA 6 ist in der Entwicklung. Nein, es kommt nicht bald. Nein, ich weiß nicht, wann es angekündigt oder erscheinen wird. Ihr könnt jetzt aufhören zu fragen. Und er hat genau diesen Rage-Tweet jetzt am 2. Januar, also vor 3 Tagen, veröffentlicht. Ich hatte das Ganze schon auf Twitter veröffentlicht, aber hatte eben noch keine Zeit dazu, ein Video zu machen, deswegen kommt es jetzt. Wenn du also Informationen noch deutlich früher bekommen möchtest, dann folg mir auf jeden Fall mal auf Twitter, denn dort reposte ich einfach die relevanten Sachen und dann bist du auf jeden Fall top informiert. Aber viel interessanter ist doch, was er jetzt hier genau schreibt. Und zwar spielt er darauf an, dass sowohl er als auch Textur als auch alle Rocks Games Posts dauerhaft von der Frage nach GTA 6 bombardiert werden. Ich meine, schaut euch mal den neuesten Trailer von Rockstar Games an, zum Caio Perico Heist DLC. In den Kommentaren ist dauerhaft einfach nur GTA 6, GTA 6, GTA 6 unter jedem Post von Rockstar Games. Wann kommt GTA 6, was ist GTA 6, wie kommt GTA 6, warum kommt GTA 6, alles die ganze Zeit. Und Rockstar Games hat darauf ja vor einiger Zeit schon reagiert und einfach Kommentare über GTA 6 gelöscht, weil sie einfach genervt sind, dass die ganze Zeit nur nach GTA 6 gefragt wird und nicht einfach mal das Spiel genossen wird, so wie es gerade ist. Naja, das ist zum Teil ein bisschen schwierig, aber ihr wisst, was ich meine. Textur hatte sich vor einiger Zeit auch mal gemeldet und sich darüber beschwert, dass ständig nach GTA 6 gefragt wird und dass er genervt ist. Und Jan2295 scheint wohl hier jetzt der Kragen geplatzt zu sein. Denn so wie er hier schreibt, klingt das doch schon ziemlich geraged. Aber befassen wir uns jetzt mal mit dem Inhalt. Also, er weiß nicht, wann es veröffentlicht wird oder wann es announced wird. Das bedeutet, wenn er ein Insider ist und das Ganze kurz bevorstehen würde, dann wüsste er es. Also dauert das Ganze auf jeden Fall noch. Und ich denke nicht, dass wir im Jahr 2021 mit einer Ankündigung rechnen können. Erst recht, wenn jetzt im Sommer oder in der zweiten Jahreshälfte erstmal die GTA 5-Variante für PS5 und die neuen Xbox-Konsolen erscheint. Also da wird Rockstar Games jetzt erstmal den Fokus drauf richten. Der Release ist ja meistens ungefähr 2 Jahre nach der ersten Bekanntgabe, dass das Spiel offiziell jetzt wirklich in Produktion ist und bald erscheinen wird. Das bedeutet, wenn wir jetzt im Jahr 2021 mit keiner Veröffentlichung bzw. überhaupt erstmal einem Post zu GTA 6 rechnen können, dass wir mal von 2022 ausgehen, dann noch 2 Jahre drauf. Das bedeutet, GTA 6 wird nicht vor 2024 erscheinen. Alter Schwede, da bin ich einfach schon 23. Junge, Junge, werde ich alt. Wie alt bist du dann 2024, wenn hoffentlich GTA 6 vielleicht erscheinen könnte? Schreib es gern mal in die Kommentare. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn GTA 6 wirklich erst 2024 erscheinen soll,
was ist denn dann mit der Zwischenzeit? Waren nicht mal Gerüchte im Umlauf, dass Bully 2 kommen soll? Bully 1 war im Prinzip, ganz vereinfacht gesagt, ein GTA, aber an einem Internat. Also man hat an einem Internat gespielt, wurde da gemobbt, musste verschiedene Missionen machen, sich gegen ältere Schüler behaupten und vieles mehr. Also im Prinzip auch ein Open-World-Spiel, ist echt ganz geil. Und da waren doch mal Gerüchte im Spiel, dass Bully 2 kommen soll. Auch dazu wurde Jan 2295 als Scherz eigentlich nur gefragt, aber hier hat er darauf geantwortet, Bully 2 ist nur ein Dead Game, also ein totes Spiel und wird somit nicht erscheinen. Wenn wir jetzt mal überlegen, was das letzte Spiel war, was Rockstar Games veröffentlicht hat, war das Red Dead Redemption 2 und zwar am 26. Oktober 2018, also Ende 2018. Und das Ganze ist halt jetzt schon über 2 Jahre her. Und zwischen Red Dead Redemption 2 und GTA 5 waren es insgesamt 5 Jahre. Wenn wir also jetzt überlegen, dass zwischen GTA 5 und Red Dead Redemption 2, was wohl die Blockbuster-Titel von Rockstar Games im Moment sind, 5 Jahre gelegen haben und GTA 6 deutlich aufwendiger wird als GTA 5, rechnen wir einfach trotzdem mal nur mit 5 Jahren ab Red Dead Redemption 2. Das würde dann darauf schließen, dass wir weiterhin vor 2023 nicht mit GTA 6 rechnen können. Also jeder, der euch erzählt, GTA kommt 2021, 2022, erzählt einfach nur Schwachsinn. Spätestens jetzt sollte wirklich klar sein, dass GTA 6 nicht vor 2023 erscheinen wird. Und das, meine Freunde, war jetzt auch schon wieder das gesamte neue Video. Bist du enttäuscht oder sagst du, nee, Rockstar Games, lasst euch lieber Zeit und bringt uns dafür ein richtig geiles Spiel, anstatt jetzt ein Jahr früher zu releasen und dann sind wieder haufenweise Fehler drin. Nee, macht mal lieber langsam. Welche Fraktion seid ihr? Welche Meinung vertretet ihr? Schreibt es sehr, sehr gerne mal in die Kommentare. Heute Abend gibt es übrigens keinen Livestream, bevor gefragt wird, aber dafür morgen Abend, also am Mittwochabend wieder auf Twitch. Schaltet auf jeden Fall ein und bis dahin probiere ich mal, die ganzen gebotteten Follower wieder wegzubekommen. Nun gut, jetzt bin ich aber auch wirklich mal raus. Ich wünsche dir noch einen schönen und vor allem einen sehr angenehmen Tag. Hau rein, bis bald und ciao. It's a ticket talking mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. A comma and a comma and a comma. Gotta get it.